Ekira. Ekira. Nur ons tap ranen en God kanen leren. Welkom lieve vriend, welkom te dit programma Ekran. Dankzij dat u van jou doe bivas. Ook welkom Heidi voor dit programma. Zij schijnt wel waar met die top een programma op te nemen. Zo, voor die wat het nog niet weet, ik krijg de meeste weten ook. Heidi is mijn vrouw. En we hebben twee schmokke dingen. En nu dat we twee kleine dingen hebben, dan dat we niet gewoon zo veel programma maar als eerst hebben. Wie wil van jou over de eieren reden? En als je nu bevriet bent, of niet, of als je plant zich vielleicht te bevrieden, hart het programma en ik leef dus veel zien wat je eruit nemen kost, veel informatie wat je helpen kan voor dat eierleven waar je nu bij een leven is, of waar je nog maar plant zijn eind te leven. Ik vrij me dat we kunnen bevriet zijn, Heidi. En dat we kennen een gelijkelijkheid aan je leven hebben. Dat is niet hier dat ik rein, dat je nog maar zware deel. Maar ik weet niet wat je wil zeggen, maar ik leef dat zelfs. Maar we kennen zeggen dat we een vrouw en een schijnend aan je leven hebben. En we hadden een paar zaken geleerd over de jaren. Wat ons toen nog aanbrengen. En niet dat we dat alles te houden hebben. Maar we willen dat beste wat we weten, een klein beetje een poortje van dat van jou wiedergeven. En jeder einer wil een vrouw eier hebben, niet zo? Best u, wat denk je, wees u een vrouw eier hebben? Jeder dag. Dat je geen mens wat moet wel een trui eier hebben. En dat is zo diep, dat als ik mij moet bevrijden willen, of wie ons bevrijden willen, dan hadden we ook klassen voor onze eier. En dan voer ik naar Brazil, zo wie als Heidi. 2000 kilometer. 2000 kilometer. Waar Heidi woonde. En dan hadden we de eierklassen. De eerste lectie weer. Wou vrouw te zijn in de eier. En wou te lachen. En wou wie zullen vrouw zijn. En wie willen van deel een van die zaken zijn. Wat we kunnen doen nog aanleiden. En ik leef later waar we eindelijk nog maar mee hebben. Van deel waar we moeten aanvangen. En dat is de vergonenheid. De vergonenheid. De maat. Wie gaat alle leven wat van... Wat we met slapen, van hoe we komen. We komen van een thuis, we slapen zaken met, dus we moeten zeggen, hoe we geboren zijn, of wat ons passiert is, of wat we alles tegengekomen zijn, en dat brengt we alles in eieren in. En dat kan op een simpel grote hindernis brengen in eieren. Zo, Heidi, wat we in die geval, die vergonenheid, of wat riemst du op? Dat wie kunnen een gelijkelijke eier hebben. Wat moet u hangen laten? Nou, als we aanvangen dan te vertalen of te spazieren, dan nou, we brengen alle in de tas met. Dat is verschillend binnen. Zoals u al goed ziet, goede ervaringen, slechte ervaringen, trauma's, dat is zaken wat einem zou wat je doen hebben. En bij mij werd het ook zo. En ik weet nog wie... Wir haben noch mal einen Tag taub oder zwei Tage vielleicht und dann so wie Büte und ja ein Baum in eine Hängematte oder ein Hammock. Und da vertellt wir einfach, was uns passiert wie oder was in meinem Leben passiert wie. Ja. Die gute Sache und auch die traurige Sache, die schlechte Sache, schlechte Entscheidungen, die ich genommen habe. Und da sind wir einfach dort ganz offenbar vertellen und dat heeft ons van veel trouwel wie zijn zij geschoond worden van veel trouwel wiens wie einfach einer van anderen weten. Zo doen we veel zaken ook den dag wo we vertalen der bed voor die en voor mij wat ons zo ziemlich schemen deed er wat we niet stolt met wie wat ons oude leven weer. Maar wie wist al Jezus had het vergeeft, maar wie brugde eenmaal dat wie dat wist van waar we herkomen, dat we van door kunnen en niet een aanvang merken. Paulus zei ook zo, dat Filippa 3 vers 13, dat hij heeft dat niet alles te houden, maar eind wat hij deed, hij verjaart wat hij is, en hij strijkt zich uit naar wat de verre nog hem komen is. En dat is een zaak, we moeten immer nog verre checken, maar eindelijk moeten we met vliet dat hengerste wat hengen ons is,
vielleicht einmal was zu verdauen, dass das kann du hängen bleiben. Einzelne Menschen glauben, dass es bloß mit Stahl sein und du wirst irgendwann ein Gras über Wasser. Aber besser erstmal, dass du dort hängen abgeriemt wird, dass das zusammengeriemt wird, dass das taub zum Haaren gebracht wird. Und nicht, dass das all nicht für je viel, aber dass wir für eine Eier, wir das einfach wichtig, dass wir wissen, wo je wir uns nennen. Eine andere Sache, was ich denke, dass das Vertalen ist sehr wichtig, aber dann einfach, dass man Vergebung über dort fängt. Nicht einmal, weil er Dort, wenn es dort mag dann auch Dollar 2 aus halben nicht so. Dort ist auch ein Denkwort wieder an der, wie sehr all im Verrückt, Vermieter, Vertaler der, dort wie vergeben, was immer du es. Eine andere Sache, wo ich glaube, was auch sehr wichtig ist, dass man sich selbst vergibt. Dass man dem Partner dort vertraut und dass man Gott um Vergebung fragt, aber auch sich selbst verjährt, dass man nicht eine Eier jetzt in sich dort immer weiter verschmiedet hat. Wenn es dort erst einfach passiert, in mein Paar sieht immer, wo da, wo die Schild erhaft, dort schält nicht nochmal so. Dass man dort einfach hingelad und das Paulus sagt, einfach nur faire checken hat und sich nur faire streichen hat. Das meint, was ich sagen kann, ein Heidi Erfolg wird mit anderen Jungs, wo sie erfahren hat, andere Friends, Novios, oder wo immer, jede würden eine Boyfriends. Und wo die nicht so sehr stolz, nicht so sehr gut wie nicht so. Aber, dass wir gut dort echt dort weiter können, wenn es nie kann, niemals irgendwer noch mitkommen und sagen, check, das war das deine Früh alles getan hat, fernbefriert. Check mal, was schlecht ist, oder check mal, was sie, alles getan hat. Wenn es nie hat, wie dort taub alles aufgeschlossen, und wir haben dann eng dort hingemerkt. In meinem Fall wäre das anders. Mein Hintergrund, der wäre 100% anders. Der, was mein Zeugnis hier gecheckt hat, der weiter war mein Hintergrund. Mein Hintergrund, dass wir in eine Mentalität, also in ein Denken von der Homosexualität, von mit anderen Männern. Und dann mit Heidi Taub kann ich erfahren, wo ich kann frei werden von dem alten Leben. Weil ich kann vergeben worden, das ist auch in 1. Johannes einfach schneien, sag ich, wenn wir uns Sünde bekennen, dann vergebt er uns alle Eierrechtigkeiten. Ich kann das teilweise auch mit Heidi erleben, weil mein altes Leben hängen bleibt und ich taub mit ihr, was nie anfangen kann. Wenn es sei wie Porten von meinen Wunder. Wenn es das sei auch in 2. Korinther 5, Vers 17, dort, wenn wir in Christus sind, dann sei wie ein neuer Mensch. Dort, wo er vorher wir es nicht mehr, hei erst nie wat nie het geworden. En wie kunnen dat taub erfahren, wo ek wat nie het wart. Zij so, kunnen dat on mij zijn. En ek vertel daar, bloß omdat je weet, wat vielleicht voor poortjes wat zich nu denken om bevrije, wo wie dat daar is, wie vertel de nicht sehr deep. Besonders in die areas, wo dat an de seksualiteit ging, wo dat an de, bei ons, das arab mijn leven, wie veel schwinschet van mijn seksuele feit leven, van dat oude leven. Wollt wie deine wieder einmal ein bisschen Eva vertalen. Ich vertal von wo ich herkomme deine, wie früh an so Vergebung, und Jesus hat ja an so vergebt, und dann können wir wissen, wie ein Leben wieder. Und Heidi hat so weit Vergebung gefangen, dass sie sogar einmal für Gott, wohnt mein Feind Leben wieder. Sie wird sehr heil davon, dass sie mich fangen früh, hast du mit anderen mir alles Brei geschrieben? Das war wie nochmal eine Vertalung. Ich check da einmal, oh no, ich konnte nicht mit mir alles zu tun. Ah, ich kann auch noch vierte. Weil so weit hat Heidi meine Geschichte vergibt. Und dann kommen wir, befriedet wir uns. Und dann ab uns, nach vor wie Rüt, für eine Weg Rüt, plus, das aus Honeymoon oder aus einer Weg, wo einer aus Jungbefrieden rüttfahrer dein und vertal Heidi, was du passiert dein. Dann ein Tag rein dort und dann wissen wir, na, was wollen wir tun? Wie wir in Buenos Aires, in Argentina, dort ist eine große Stadt und wir wollen nicht not worden, so wie fuhren noch, ich weiß noch, wir fuhren noch in einem Sine, in dem Film, der gefällt uns nicht so, wie in jeder Blüsse rüt, wir fuhren zurück in einem Hotel und die hatten ein ganz kleiner Swimmingpool oder so ein Jacuzzi. Ein Hot-Tub. Und da sollten wir uns nennen. Und dort, ich weiß noch, dort regen, stundenhaft hat geregnet den Tag. Und wir sollten dort Stunden bennen. Und dort wurde er und vertalte da ans ganze Leben. Es ist da wasch wie mal. Ganz schwindet leider. Das ist da, wie wir ihn ja befriedet.
wenn Wort wie ans Eier nicht alles vertalen, der besonders über das Sexuelle, wie einfach nicht am dort noch Dollar abdrehen, wenn es das sexuelle Leben weigt, in der Spaziertit kann das Eier abgeweigt sein, und wie wollen das einfach so wie toll, alles mehlig. Aber nun wie wir befriedet sind, wie vertalen wir wirklich alles? Alles. Das Eier ist dort schlammet wie. Das ist wie Mucke dort Buck. Mucke dort Buck einmal ganz ob. Und sehe, wie riemen dort nicht zu sehen, wie beide nur her taub darüber, und für uns haft dort Wunder gedohne. Ja. Dort, wie dort Leben wirklich hängen ans Lotte können. Und dort wird wirklich immer Menschen taurude, wenn Menschen uns fragen, dass er vergonnen hat, und sei er bodert hat, und er dann sei wie einfach red. Mhm. Vertalt ihn dort. Auch wo dies da dort bloß gewesen ist, dort, wenn du Licht nennt, dann kann er schein gehen, dann kann man Frau sein. In wirklich, wie Gott hat uns so gut bewohnt, wie diese Sache niemals brücke, um den anderen zu beschuldigen. Du wirst schon dort, du hast dort alles getan, aber du hast dich so vergonnen. Sondern wie hat das wirklich aus einer Heilung brücke, und dort würde ich dir auch merken, wann dein Partner mit seiner Sache nur die Ohren kommt, aber diese ankommen ist, für jeden all im Verrückt, dort die nicht dort noch herbrücke aus dem bloß zum jenen Ohren kämpfen, sondern dass dort kann durchkrieg bleiben. Und am besten erst, wenn beide Partner sagen, check, weil wir das taub tun, weil wir taub ans alte Leben hängen lassen. Ein anderer Ding, was wir tun haben, ist, wir haben Lothar auch ein befriedetes Leben, dann auf einmal hat Heidi einmal einen Tag kämpfen und mir sagt, ich mag mir die vertalen. Ja, mir fallen einfach Sachen Lothar bei. So vertelde ich ihm dort, und dort macht einen bloß frei. Und die will quälen die nach einer ziemlichen Tiefe dann? Ja, das sieht nach dem Minono, no, das kann ich nicht weiter, wenn's, was wollte ich dann von dir denken, und ob ich dir das? Ich sehe, den Diebel, ich wollte ihm das vertellen. Ich dachte, das ist ja wirklich nicht. Aber als ich mir sehe, der Diebel hat mich hier mit ein Stückchen quälen, dann weiß ich, okay, das ist nicht der Tiet, wo ich zu lachen ist. Aber das, ich wie ernst zu machen, ich vergaufe das einfach. Wenn es verarbeitet wird, wird einfach neidisch, das einmal zu sehen, zu schaffen. Kein Lauslöte. Wenn es die, was Jesus auch für Jesus hat, weil der Diebel nun nehmen, in wahrer Jähn erschmieden, wenn es dort als seine Arbeit. Und ich könnte auch sagen, no, Jesus haft dir vergeben, weil wir dort durchlaute Krieg, wo dort haben hier, dann erhalten wir mit dort. Und wir können sagen, wie haben uns alle Leben könnt, hängen ans Lote. Und wie möchte alle Eies, eure Potjes, eure Sinne, wann du denkst, die zu befreien, riem dein alle Leben ab, mit dem Partner taub. Lot dort hängen die. Und fang was nie an. Und wenn du auch lange befriedet sind und du gleich so nicht, fang du dir an zu beten, dass du auch einen Moment fängst, wo du alle die alle kost, so Heidi nennt das einmal Kleider waschen, wo du die alle Kleider, das alle Leben kost, zu sie riemen, und dass du kost von du an, was nie erleben. Wenn Jesus hat das sowieso, weil ihr seid Gott, der weiß, dass, was da passiert ist. Mhm. Und wenn wir im Versteck leben mit unserem Partner, dann ich will nicht Frau sein, so, wenn wir wollen Frau sein, und der Diebel schon reicht über uns auf, dann wollen wir einfach Sachen bezahlen. Das ist ja einfach gefallen, wo das so schwer ist, dass du all so viel abgestopft hast, vielleicht haben sie von Wort an sie taupieren, dass sie sagen, ich kann noch nicht tun. Das ist ja nicht, mein Partner, der verlässt mich von der, wenn ich den vertale, was mein Leben gewahrt ist. Und ich weiß von Fällen, wo sie dann einfach haben, vielleicht mit einem Prediger oder mit einem Counselor oder es ist ein Mensch, der vielleicht geliert hat in seinem Haupen, dass sie mit denen taub, dass dann eine Zeit, dass sie dann nicht in einem Tag, nicht so, aber eine Zeit lang dort mit den Partnern durch und arbeiten und dann irgendwann kommen sie dann mit den Eier taub, dort beide Parts dann dort tun können, dass sie sich dort alle leben, vertale kennen und dort durchlaufen, wo dort haben hier in der Vergangenheit nennen. Wo immer dein voll ist, ein Chavi weiter. Jesus hat das all betont, Jesus hat das all vergeben. Wenn du die Vergebung brückst von deinem Feierleben, von deinem Eulenleben, von deinem Schwindschildleben, rano Jesus in Arm sein, ob für dich, er will dich vergeben und er will dich in eine neue Zukunft geben. Amen, Heidi? Amen. Mach Gott die Sehne und ich freue dich auch, kostet das Programm vielleicht nur deine Freunde, in Familie checken, oder wer auch immer das Brücke hat, oder in den Facebook-Mitteilen, oder WhatsApp. Oder nur dein Partner. Oder nur dein Partner das checken. Mach Gott die Sehne und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479.
oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail noelkeran@gmail.com.